herzlich willkommen zur zweiten Folge von ChatCast-Stunts. So, jetzt mal ein neuer Modus. Ich zeige euch heute mal den Zeitmodus und die Geister sind aktiviert. So sehe ich bessere Zeiten. Bessere Zeiten, Ziel des Spiels hoffentlich auch. Die Kritiken sind so ein bisschen gespalten zu dem Ganzen. Aber es ist doch ein recht spaßiger Teil. Und yes! Und jetzt geht's gegen die Uhr. Vor uns fährt Cyrenae. Und gerade noch den Goldstatus eingeheimst. Hier. Oh, wie geil ist das denn? Okay. So, mit Speed und die Kurve driften. Wir beginnen nämlich gerade. Also ich frage mich teilweise, wie die Leute diese Stadt erreichen. Mit Gold. Gerade auch wieder ganz knapp verpasst. Es geht eigentlich schon, aber ich arbeite eigentlich auch schon ziemlich mit dem Boost. Dennoch scheitere ich hier teilweise. Der war jetzt nochmal gut gerettet. Yes! Oh oh. Na gut, immerhin Silber. Habe ich den Cyrenae jetzt schon übertrumpft? Kommt da gleich ein neuer Geist? Ich weiß es nicht. Gleich mal abwarten. Auf jeden Fall ein sehr lustiges Spiel. Ihr solltet euch... Okay, Penis. Ich sage jetzt einfach mal das Wort. Das darf man im Let's Play, habe ich gehört. Okay, der war gerade heftig. Das ging gerade mal noch gut. Hätte ich nicht gedacht, dass das noch was wird. So, man muss ja tatsächlich mit ein bisschen Gas dahinter bleiben. Das heißt in so einer Runde aber auch, dass man wissen muss, wo die Portale verteilt sind, um nicht irgendwann ohne Gas dazustehen. Boah, nochmal gerettet. So, das ist die vorletzte Runde. Bams! Okay, gut. Das war nix. Oh, da fange ich aber weit hinten an. Das ist jetzt natürlich weniger prickelnd. Ach, nur weil es mich da verrührt hat. Das wäre als... Ach, schon wieder. Es wäre also für die Professoren unter uns definitiv ein Grund, die Strecke von neuem anzufangen. Zack! Und es geht in die letzte Runde. So, das Ganze steuert sich wie ein Flugzeug, drücke ich dann LS nach vorne auf meinem Gamepad, dann aufpassen. Lieber mal ein bisschen bremsen, als zu viel Zeit zu verlieren, wie ich jetzt gerade eben. Das erste Mal war zwar unheimlich genial. Okay, mit Silber durchgeschanzt. Was habe ich für einen Ranglistenplatz? Na? Ja, sag's mir. Gib's mir, ha. 6. Okay. Das war jener hier. Okay, das ist alles leicht. Die habe ich schon durch. Ich habe ja schon ein bisschen trainiert. Wir gehen jetzt mal zu leicht D. Und danach geht's auch schon in die Mittelklasse. Und ich bin echt mal gespannt, was mich da erwartet. Cyrenae ist schon wieder vor mir. Ah, das werden wir gleich noch ein bisschen ändern. Da vorne ist wieder ein Portal, kann ich also ein bisschen Gas verschwenden. Okay, hier kann ich auch auf die Tube drücken. Also das hier ist, um es nochmal klar zu sagen, das hier ist ein Zeitrennen. Hier geht es nicht um irgendwelche Stunts, hier geht es um Ideallinien. Und ich bin scheinbar noch im Goldbereich, so wie es aussieht. Die Strecke ist aber eigentlich auch gar nicht so schwierig. Okay.
kannst hier eigentlich, wenn du das richtig machst, kannst du ja eigentlich die ganze Zeit hier durchholzen. Okay, Gold leider Gottes um ein bisschen, um ein paar hundert. Oh, Bams. Das habe ich gerade kaum sehen. So, ein bisschen könnte man sich für Batman halten, wenn man nicht gegenständig auf die Fresse kriegen würde. Wieso bin ich da jetzt dagegen geflogen? Ein bisschen steigend vielleicht. So. Oh, okay, der war arg. Okay, Gold werde ich hier wahrscheinlich nicht mehr einheimsen. Nicht hier zumindest. Yeah. Eigentlich kommst du dir hier vor, gib dir Flügel und du fliegst hier die ganze Zeit. Was du ja sowieso großteils machst. Und ab geht's. Yes. Ja gut, Gold werde ich... Ich muss bremsen, ich muss... Ich werde sonst über den Rand hinaus. Aber immerhin, ich scheine noch in einem guten Silberbereich zu sein. Naja, in einem annehmbaren Silberbereich meinetwegen. So, vorletzte Runde. Ich kann noch ein bisschen was reißen. Ich muss ein bisschen mehr von diesem Treibstoff hier verschwenden. Wenn wir ihn schon haben, so großzügig. Ah, yes! Also es ist definitiv kein Spiel für Langeweile, im Gegenteil. Wir kommen noch zum Spannenden. Ich habe mir da schon ein bisschen was angeguckt. Und es ist teils kein Honigschlecken. Ich, wie gesagt, ich habe ungefähr so eine Stunde, habe ich glaube ich mal trainiert, mir das Ganze mal angeschaut. Und nachdem wir ohnehin ein Review dazu machen, also wir von Game Together, dachte ich mir, na, da kannst du auch noch ein kleines Let's Play davon machen. Und so kurz vorm Urlaub wird es hier nicht allzu viel Zeit in Anspruch nehmen. Und zack. So, jetzt aber. Yes. Okay, ich bin gespannt, ob ich neugierig bin. Welche Platzierung wird mir zuteil? Es lädt noch hoch. Platzierung 9. Okay. So, wir wollen aber jetzt direkt mal in Mittel übergehen. Ach nee, hier war ich ja schon. Wir wollen hier direkt mal in Mittel übergehen, denn es würde mich auch selbst auch interessieren, was es denn hier für eine Steigerung gibt. Und ich sehe hier schon, dass ja, der Ladebildschirm verrät schon einiges. Und los geht's. Verschwende mal Coconut Destroyer. Aha. Gut, das ging also schon mal schief. So, ich werde also gleich mal noch die Flügel nach oben. Nein, das war's also auch nicht. Dann brauche ich vielleicht einfach mal ein bisschen mehr Anlauf. Okay, so geht's auch. So, aber ich starte jetzt mal noch ganz kurz nochmal neu. Denn ich will mir hier natürlich ein gutes Ergebnis auch selbst schenken können. So, hier gibt... Boah. Ich krieg hier langsam... ganz ehrlich, ich hoffe, da unten lebt keiner. Ja, also es... Ich würde mich höllisch beschweren, wenn ich da unten wohnen würde. Und dann würden alle Trips irgendwelche Metallteile runtergefallen kommen. Nur weil es hier irgendwelche... Idioten nicht gebacken bekommen, hier die Parcours zu fahren. Ach du Scheiße. Ja, okay, das hat wieder nicht gereicht. Ich hätte wieder etwas mehr Anlauf gebraucht. Also hier muss man definitiv gut abschätzen, wo man sein Nitro braucht und wo nicht. Oh, du meine Güte. Go! Achso, das sind ja auch wieder 5 Runden.
Ach du Scheiße, das heißt, ich kann hier fünfmal sterben. Jede Menge Crash spawnen. Komm, gib Gummi. Boah, der war haarscharf. Das war ein bisschen zu viel Schwung vielleicht. Und das hier funktioniert wunderbar. Okay, also kaum kennt man die Strecke, sieht man, dass es natürlich wesentlich einfacher läuft. Tja, ein bisschen korrigieren in der, also mit einer Flugkurve konnte ich, aber ehrlich gesagt nicht so, wie man es wahrscheinlich bräuchte. Ich habe schon 4 Neustarts hinter mir. Stolze Summe. Das wird mir wahrscheinlich keinen so nicht guten Platz bescheren. Yes. Stöffchen. Bams. Und einmal zu viel Stoff. Also es ist natürlich, natürlich über die Frage, hat man zu viel, knallt man dagegen, hat man zu wenig. Wo zieht man hier? Das ist die Grenze. Yes. Ay, Karama. Okay, da dachte ich schon, ich knall gegen das Glötzchen. So, ab zur vorletzten Runde. Ich sehe noch den Fahrstreifen meines Vordermannes. Kann ich also noch was tun? Kann ich noch was bewegen? Bevor ich hier gänzlich auf... Ich denke, ich werde auf Bronze absteigen. Schon alleine deswegen. Yes! Und ab geht's in den Abgrund. Oh oh. Hab ich. Naja. Gut, dann doch etwas zu viel Gas ausgegeben. So, mein Gas, dein Gas, gib Gas. Und letzte Runde. So, einmal noch ein bisschen Schrott bauen. Boah, 7 Neustarts. Yeah, gut gemacht. Auf jeden Fall. Schön auf den Rädern bleiben. Ui, was passiert hier? Verdammte Scheiße. Leider nicht. Und nochmal. Ja, das Problem ist nur, das war leicht daneben. Yeah. Düsenchat. Ahoi. Und ich spüre, wie ich den grünen Button auf dem Gamepad nur noch am Durchdrücken bin. Okay, jetzt bin ich mal gespannt, was für eine Zeit ich gefahren bin. Beziehungsweise einen Ranglistenplatz. Die Zeit sehen wir ja schon. Was haben wir? 7. Das war doch gar nicht mal so schlecht. So, beim nächsten Mal zeige ich euch wieder was anderes, dann den Sammler. Wieder was anderes. Sterne sammeln. Freut euch schon mal. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Danke fürs Zusehen. Tschüss.